Sehr geehrte Wähler, herzlich willkommen aus Berlin zum Rückblick auf die vergangene Sitzungswoche. Ja, ich hatte gestern eine Rede. Es ging um einen Antrag der AfD, der ein Ende der Klimaschutzmaßnahmen der Regierung gefordert hat, weil diese extrem teuer und extrem unwirksam sind. Ich möchte kurz eingehen, wo die Behauptung herkommt, die ich getätigt habe, dass 102 Klimamodelle betrachtet worden sind, von denen die allermeisten tatsächlich viel zu überhöhte Werte angezeigt haben, die dann von den tatsächlich gemessenen Werten überhaupt nicht gedeckt worden sind. Diese Betrachtung kommt von John Christie. Er hat das vor dem US-Senat im Dezember 2015 getan und hat diesen Vergleich der Modelle dort präsentiert. Und man kann ihn auch im Internet unter John Christie University of Alabama in Huntsville eben auch finden. Ja, wir hatten im Umweltausschuss dann ein inoffizielles Fachgespräch. Da waren auch Vertreter dann eben da von Extinction Rebellion und auch von Fridays for Future. Zur religiös-ideologisch motivierten Endzeit-Sekte Extinction Rebellion möchte ich gar nicht sagen. Das ist kein Fall für die Politik, das ist ein Fall für den Psychiater. Zur FFF-Dame möchte ich sagen, ja, die junge Dame hat sinngemäß gesagt, sie verdanke es ihrer Geburt in Deutschland, dass sie nicht als Klimaopfer irgendwo in der Subsahara, in einem Land der Subsahara, irgendwo aufwachsen müsste und von den bösen Klimaveränderungen der Industriestaat betroffen ist. Dem ist natürlich entgegenzuhalten, sie hätte natürlich auch selbstverständlich als Kind im Kongo geboren werden können, wo sie dann mit bloßen Händen das Kobalt aus der Erde kratzen kann, damit sich bei uns ein besser Verdienender einen Elektro-Zweitwagen leisten kann, um dafür seine 4.000 Euro Steuerzahler subventionierte Prämie einzukassieren. So viel zum Thema der guten Geburt in Deutschland. Ein weiteres Thema hat jetzt nichts mit Umwelt zu tun, es ging um die EU-Schusswaffenrichtlinie. Jedes Mal, wenn in Deutschland grauenvolle Verbrechen passieren, kommt die Regierung und auch die sozialistischen Opposition daher und wollen das Recht, das legale Recht für absolut gesetzestreue Bürger einschränken und weiter verschärfen, Schusswaffen besitzen zu dürfen. Dass diese Verbrechen allesamt komplett von Personen, die nicht gesetzestreu sind, mit illegal erworbenen Waffen durchgeführt worden sind, wird hierbei komplett ausgeblendet. Das heißt, diese Verschärfung des Schusswaffenrechts hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wie illegale Waffen nach Deutschland kommen, wie sie in Deutschland verteilt werden und wer illegale Waffen in Deutschland besitzt und damit irgendwelche Verbrechen verübt. Es wird nur lediglich wieder das Recht von absolut gesetzestreuen Bürgern eingeschränkt, die dem Buchstaben des Gesetzes folgend Waffen besitzen wollen und auch dürfen und sollen. Das heißt, reine Schaufensterpolitik in diesem Antrag der Regierung. Ein weiteres Thema im Plenum war Tempo 130 auf deutschen Autobahnen. Nun, es gibt Statistiken aus anderen Ländern, die ein allgemeines Tempolimit haben in ihren Ländern. Und diese Länder sind nicht notwendigerweise die sicheren Länder, was den Verkehr anbelangt. Es sind auch nicht die Autobahnen in Deutschland, die die Anzahl der Verkehrstoten treibt, es sind die Landstraßen. Was auch jeder kennt, der eine Landstraße entlang fährt und einfach die Anzahl der Kreuze links und rechts neben der Straße beobachtet. Noch dazu ist zu sagen, dass auch ein Großteil der bundesdeutschen Autobahnen eigentlich bereits einem Tempolimit unterliegt. Das heißt, dass auch dort nicht beliebig schnell gefahren werden darf. Alles in allem ist auch das wieder ein Schaufensterantrag, genauso wie die EU-Feuerwaffenrichtlinie oder die Umsetzung derselben. Meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Wir sind in einer Doppelwoche und deswegen sehe ich Sie in bereits 7 Tagen wieder und ich freue mich jetzt schon darauf, Ihnen dann berichten zu dürfen. Wenn auch Sie einmal nach Berlin kommen wollen und ein bisschen hineinschnuppern wollen in den politischen Betrieb im Deutschen Bundestag, am 27.11. gibt es die nächste und für dieses Jahr leider auch letzte Besuchsfahrt und Infofahrt nach Berlin aus meinem Wahlkreis. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Video hier im Link. Den können Sie dann anklicken und sich dann auch dort anmelden. 27.11. nach Berlin, nicht vergessen.